Kennst du Avalon? Nein. Das ist zu kurz nochmal. Das sah geil aus. Och Mann, Andres, verpiss dich doch. Hallo. Ey, Alter! Get up, down, the bass is down. Herzlich willkommen zu Hot oder Schrott. Es spricht zu Ihnen Ihr Moderator, der Andres. Heutige Gastfahrer, Ant Entertainment, aka Ares und Anime-Fan. Na, genau. Oh. Ja, das war doch schon knusprig. So kann man das machen. Part 1, Freunde. Ja, vom guten Leia Meibger. Toller Name. Mhm. Toller Name. Habe ich rausgesucht, fand ich witzig die Idee und ich dachte, das passt mal. Gut, der Punkt ist vor uns. Definitiv wunderbar. Ja, der Punkt ist vor uns. Hey, ihr Losers. Ja, deswegen. Klassiker. Kennt man mittlerweile. Ich fahr lieber rückwärts. Wir sehen uns dann in 3 Jahren, Andres. Hallo. Ciao, Andres. See ya. So, dann sind wir gespannt, wo die erste Verwandlung kommt für Hot oder Schrott, Freunde. Da warten wir auf Andres. Ja, das kriegen wir hin. Das hat aber den Baller nicht schaffen. Das war jetzt richtig close. Oh mein Gott, das war aber eng. Ich schätze, wir müssen irgendwann gerade raus auf den Baller, würde ich mal behaupten. Also höre ich auch. Ja. Und ich hab verkackt. Boah, das war ein böser Übergang, meine Herren. Eieieiei. Im Pilot mit Containern, ja moin. Ja, genau. Ich bin bis zum Pylon gekommen. Scheiße! Ich bin durch den Pylon noch gekommen. Ich bin noch ein bisschen weitergekommen. Oh, Glückwunsch. Aber ich bin hängen geblieben, Arzt. Das sollte ich schon mal Sorgen machen. Das wissen wir. Ja. Ha? Aber davon abgesehen. Nein, ich bin genau Ich gebe den Tipp aus. Es gibt nur einen Container, glaube ich, der richtig ist. Ja, ich suche noch. Und die Mitte ist es nicht. Hallo! Hi! Es geht schon wieder super los, Ladies and Gentlemen. Also, und wenn ich da das Hindernis sehe, ne, würde ich fast vermuten, dass er ganz unten ist. Um auch wirklich Maximum Arsch zu sein. Bin durch! Ja, hatte ich recht. Oh, fick dich! Welcher Container ist es? Da gehe ich auf ein altes Spiel zurück. Hä? Rechts oder links, aber die goldene Mitte zuerst. Habe ich versucht. Rechts vor links, aber dann die goldene Mitte zuerst. Genau, ja, der sind mittlere 4. Container von den 5 Ares. Hä? Genau der mittlere Container. Man sollte ihn noch treffen. Ja, habe ich mir auch gerade gedacht. So, Freunde, ich werde jetzt immer hier auf die Leute warten, weil hier der Verwandlungspunkt ist. Also ich probiere die gleichzeitig zu nehmen. Eines muss ich dann immer dieser Schrottding zeigen. Aha. Oder wir haben also ich habe das Problem und Andres hat Glück. Das werden wir dann sehen. Da bin ich ja mal. Deswegen, Freunde, ich springe in die Zukunft, bis die beiden hier sind. Also in. Guck mal, auf 2 Minuten ist ja 12 Minuten voraus. Alter Schnauze, keiner mag dich, wenn du so bist. Ja, er könnte ja auch mich damit meinen. Ich wollte sagen, ich habe keinen Namen genannt, aber. 3, 2, 1. Vorbei. Oh. Ich wusste, dass er da reinfährt. Ist das ein Arsch? Also der Typ Arsch, ist der unsichtbare. Ich glaube, wenn ganz unten fahren, komplett durch. Nur so als Info. In der Mitte und oben ist dann eine unsichtbare Bremse. Also wenn du durch den Container bist, über die blauen Wände und dann direkt nach unten fahren, Andres. Okay. Und am Ende hochziehen, dann bist du bei mir. Hi, Ares. Hi. So. Papa hat den Punkt völlig verliebt. Jetzt muss Ares also Augencut machen, bis Endos da ist. Wow. Ich bin schon bis zu den blauen Wänden gekommen. Ja, wie gesagt, da musst du oben drüber fahren und dann direkt nach unten fahren. Oh. Erster Platz völlig verdient und so. Ares, weil ich schon umgefallen bin, hast du mir einen kleinen Gefallen mitgetan. Warum? Auf dem roten Ding, wenn der geradeaus muss, auch von seinen Speeds versteckt. Ah.
Deswegen fangen wir rückwärts ein. Endos, ich bin meiner Meinung, Endos habe ich auszuholen, aber welche er nehmen will. Mir, da ich ist er. Hab den Punkt. Von wegen 12 Minuten. 4 Minuten. Endos, links oder rechts? Also ich nehme den anderen. Ich fahr rechts. Gut, wir fahren links hin aus. Oh, bitte, lass es was Vernünftiges sein. Jo. Wir haben es zu tun, das Endos hat die Scheiße wahrscheinlich erwischt. Endos! Hallo Leute! Los, ich hab Angst, Weg hier. Ich hab's noch geschafft. Faster. Jo. Ah, das fand ich nette Gegend. Danke, dass du mich gefunden hast. Jo. Warte mal, muss ich jetzt hier über das Grüne fahren? Ja, muss ich. Ah, da hast du einen Punkt oben? Welchen Punkt da oben? Ich hab hier einen. Ah, Endos, hast du hier hinter mir einen Punkt oder was einen Punkt? Da hab ich auch einen Punkt, ja. Ja, dann musst du erstmal den holen. Okay. Weil ich jetzt da oben kommt gleich einen Punkt. Weil das ist ja vielleicht, dass du uns jetzt ein bisschen trollen kannst, so gesehen. Finde ich gut. Du kannst das Entchen jetzt schön auf den Arsch hochnehmen. Ah, ja, weil das ja auch so lohnenswert ist. Oh, wow. Nein! Ich hab ihn nicht! Ich hab ihn nicht! Wie jetzt? Oh nein! Ich hab ihn. Hallo, Aris! Hi! Boom! Ah, shit! Oh, das wäre so Premium gewesen. Ah! Hallo! Hier ist das wirklich zum Trollen da. Also, das Endos hat eigentlich wieder das bessere Auto für diese Stelle hier, Aris. Eigentlich ja, ne? Oh nein! Oh, ich bin so ein Endos. Ja, das wissen wir. Da. So gut bist du gar nicht. Wow! Nein! Ey, verpiss dich doch, du Lappen! Ja, hey. War was? Kennst du Avalon? Max! Zu kurz nochmal. Das war geil aus! Och Mann, Andres, verpiss dich doch! Hallo! Ey, Alter! Wir hatten eigentlich gehofft, dass wir das gute Auto haben, aber Andres hat das gute Auto, Freunde! Na! Ja, genau! Und gleich schubst den Mann auf die Plattform. Er gibt's komplett Sinn. Ja, ich bin halt gut. Wow. Nein! Das sah geil aus. Warte. Zu Animal Fam. Nein! Ach, du bist aber gegen den Endos. Naja, geht's muss sein. Shit! Hat er aus Karma bekommen? Vielleicht ein bisschen. Nein! Jo. Ja! Oh nein. Ich muss endlich vor. Hallo, hat er gewippen! Weg hier. Oh, ich könnte nicht gleich, Freunde. Verdammt! Aber der Versuch war es mir wert. Oh! Oh! Tschüss, Aris. Enten können fliegen! Stimmt. Hi, Aris. Hi. Weg hier. Hallo, Aris! Nein! Oh, nö! Tschüss, Endos! Nein! Böse Endos! Hau ab! Ich sollte mehr fahren und weniger trollen. Da hinten ist Andres. Ja, da solltest du rückwärts fahren. Das war's mir wert. Das war's mir wert! Warte, Anime! Nein, Junge! Na, ich komm hier durch. Scheiße. Ich bin auch drauf, Andres, du Pfeife! Oh nein, kam ich nicht ums Dach. Ich rief vor mal gleich, Freunde, hat eh keinen Sinn. Genau. Freut mich, dass du es einsiehst. Nein, hau ab, du Pfeife! Oh nein. Andres, ramm den Arsch mal ein bisschen weg. Bring nein! Ihn schreien! Bring mich zur Verzweiflung! Ah! Ich brauche Urlaub! Aris! Hi! Danke! Bitte gerne! So, Freunde, jetzt sind wir erstmal weg von den beiden Pfeifen. Ja! Nein, Karma! Komm, Oh nein. Ich könnte natürlich ändern, das böse werden mit seinem Auto. Du hast gemerkt, dass ich nur langsam gefahren bin. Okay, me too. Ein Verwandlungspunkt für uns alle. Wir wollen ja schließlich weiterkommen auch. Irgendwann ist auch gut mit Trollen. Boah! Eigentlich braucht das. Er braucht schon. Ja.
Ja, aber das kann man dann bei der nächsten Verwandlung wieder machen. So, fahr ich mal weiter, Freunde, und schauen, was wir erledigen müssen. Nein! Oh, und wir haben die nächste, der nächste Verwandlungspunkt, Freunde. Das hier warten wir wieder auf Andres. Er kann zwischen Boot und Auto entscheiden. Ja, moin. Ich bin mal gespannt, was es bringt. Ich bin echt mal gespannt, was hier gleich passiert, Freunde. Boot und Auto gegeneinander? Ja, moin. Könnte witzig werden. Ja. So, ich bin jetzt auch bei dem Rückwärtspart. Im Grünen. Oha. Boot oder Auto? Ich hab keine Ahnung. Andres entscheidet wieder, habe ich gehört. Ja, Andres entscheidet. Das kann schon sein, lass uns mal überraschen, was passiert. Ich weiß es auch noch nicht. Entscheid mich spontan, wenn ich da bin. Oh, willst du kuscheln, Ares? Na komm mal mit in das Häuschen hinten rein. Oh. Geht jetzt zwar in eine dunkle Ecke. Ja. Oh, Andres. Röhre. Ich muss sagen, muss nur die Röhre runterkommen. Ja. Ist gar nicht so einfach, hm? Mit diesem Auto nicht so. Ich wollte sagen, da hatten wir einen Vorteil, muss ich jetzt sogar mit dem Auto, Ares. Ja. Wobei, theoretisch sehen, könnte wahrscheinlich runterspringen, wie ein Punkt von außen, aber es ist ein großer Runder, war der unten die Verwandlung. Ja. Yep. Okay, aber so für den Start war das schon mal ganz ordentlich. Ich muss sagen, das war schön. Der Troll war geil, man konnte ein bisschen ärgern. Ich dachte erst, wir haben gewonnen gegen Andres und da mussten wir da so oft hin und her fahren. Wow. Ja. War doch witzig. Ja, das ist auf jeden Fall. So, ich glaube, Ende ist angekommen. Da. Ja. Muss auch aus der Röhre wieder raus. Ja, ich war gerade verwirrt. Dann bist du bei uns. Dann kannst du dich zwischen Auto und Boot entscheiden. Geil, da bin ich bei euch. Und Andres, was nehmen Sie? Auto oder Boot? Bremta. Getriebeschaden. Er nimmt das. Erstmal den Punkt da noch. Wow. Boah. Ja, bevor ich den vergesse. Schade. Und er will das Boot. Ciao. Ah, für das U-Boot-Auto, Ares. Und er ist der... Kann man so machen. Hallo. Ich sehe halt voll bekackt. Hallo. Ja, das U-Boot, das ist unterirdisch. Vor allem die Aussortier können jetzt böse werden für Ars und mich. Boah, ich könnte eigentlich unten drunter langfahren, Freunde. Ja, geil! Wir können tauchen. Ah, ich bin wasserdicht. Ja, aber du hast dicht, nur zwei Rührschrank von mir. Wir können uns die Aussortierer schön zurechtlegen. Ja, ich weiß. Völlig verdient. Aber man merkt, Freunde, ich bin dieses Auto nie gefahren. Außer in der Mission damals. Ja, aber das war ja schon ein Leichter. Das ist ewig lange her. Genau. In geologischen Epochen gesprochen. Sehr wenig Sichtweite, Freunde. Hey, Junge! Hui! Mann, ey! Ja, da hat also, Papa. Rückwärts kann der ja mal echt nicht. Ja, doch, können schon. Dauert halt nur ein bisschen, ne? Also. Ein bisschen. Ich hab den Punkt natürlich völlig verdient als erstes. Hey, ich komm aus dem Wasser einfach nicht raus mit dem Auto. Wieder X drücken. Da wird Andres sich aber freuen. Andres freut sich. Yep. Andres hängt am Aussortierer! Geil! Ja. Ich fahre nämlich immer ins Auto, Ares, und fahr rück und lasse. Wie bist du hochgekommen? Ja, wieder umschalten. Ja, ich schalte um und in dem Moment roll ich rückwärts und bin gleich unter Wasser drin. Komm nicht wieder vorwärts. Trotzdem. Da habe ich den nächsten Punkt auch völlig verdient. Ey. Ja. Gib mir mal einen Hinweis, Ares. Wie hast du es gescheatet? Ich hab nichts gescheatet. Ich weiß echt, wie ihr nicht falsch machen soll, Freunde. Dein Skill auspacken? So. Das liegt einfach auch an diesem Fahrzeug, Freunde. Ja, genau. Wenn der Fahrer nichts auf die Kette kriegt, dann hat das Fahrzeug Schuld. Das wie du mit dem Schipurik? Wow, komm mir nicht mit diesem Scheiß an.
So, ich bin vor dem nächsten Verwandlungsgedöns. Man kann sagen, der Shippuden ist tausendmal besser als dieses Fahrzeug hier, Freunde. Nein, auf gar keinen Fall. Doch? Nein. Ich würde lieber Shippuden fahren, Freunde, als dieses Fahrzeug. Naja, sagen kann man das. Das heißt nicht, dass es stimmt, aber sagen kann auch man ein das. Ein bisschen mit dem BTW von... Nee, MTW heißt das, ne? Ja, MTW. MTW! Gut, ich muss mal wieder Cut setzen. Weil das dauert noch ein bisschen, bis die Boys am Schlüssel sind. Bis gleich. Ich weiß nicht wie, aber Anders, wo treibst du dich rum? 2000 Jahre später. So, also, ich habe gehört, wir machen eine Raucherpause. Ja, das dauert eh noch ein bisschen, bis Anime hier ist. Das Auto macht was will, das ist mein Problem. Ja, das Auto. Kein Problem, ausnahmsweise bin ich halt mal vor dir hier. Wir machen gleich mal noch einen Chipotle-Vollreit für dich an, Anders. Ich glaube nicht so, nein. Was? Bloß weil ich ausnahmsweise vor dir am Punkt bin, das ist wichtig für dich. Weil für Shippuden braucht man Skill, Ares. Wow. Sprach, Monsieur, kommt nicht durch die Tube da durch. Ja. Ich da braucht ja man nämlich Skill für. Ich check ja für die nächsten Let's Test, Freunde, mal ein paar Shippuden mehr. Ich glaube nicht, nein. Doch, hätte ich gerne. Ihre Anfrage konnte soeben nicht beantwortet werden. Fehlercode LMAA. Ja, das hat mal jemand probiert. Der arme Mann, der wollte nur Shippuden-Map sehen. So, alles klar. Weiter geht's. Weiter geht's. Mann, ich wollte doch gerade eine drehen. Haha. Ja! Ja, ist richtig. Hä? Oh, wir haben gewonnen, oder? Ja, cool. Ja, ich weiß doch nicht, ob das so cool ist, ehrlich gesagt. Ich frage mich, was Endos hat. Das müssen wir gleich sehen. Was? Wenn wir das Kampen mal gehabt, könnten wir Probleme bekommen. Nein. Nein. Hallo. Hauptsache, der fährt mit der Mieze. Ja. Völlig unterwegs. Hey. In dem Fall halt Arsch nicht zusammen. Auch. Schade. Oh, Junge. Scheiße! Also, ich weiß nicht, was ihr habt. Ich bin noch drauf. Oh, ich hab einen Punkt bekommen. Völlig unverdient. Ey! Oh, sah beautiful aus. Hallo. Oh! Nee. Ich hab den Punkt nicht. Verdient, würde ich sagen. Arsch verdient. Ah, was First 2, was willst du eigentlich, Lusche? Ja, First 2 habe ich ja gesehen, wie das ich nicht ist. Eine Ente im Weg. Eine dicke? Oder ja, eine. Oh, eine dicke. Bleiente. Wow. Ah, ich hab den Punkt, ne? Easy. Fahr Vollgas, sonst hast du am Ende Probleme. Okay. True. Ich sollte mir vielleicht mal. Ach, da muss ich ja wieder hoch. Ja, man sollte gucken, warte. Oh. Das war zu früh. Also Andres, du musst da echt Topspeed durch, sonst bist du... Ui! Bisschen genatzt. Ich neige dazu, euch nicht zu vertrauen. Ja, doch, hallo, solltest du ab und zu mal machen. Ja, eben. Ich bin geneigt, dir nicht mehr zu vertrauen. Kann ich gar nicht verstehen, Freunde. Das letzte Mal, die Künstler in deinem Herz. Ja. Wahrscheinlich dummer Andres. Ja. Ich habe gestern gesehen, der hat jemand naiv genannt. Aha. Ja. Vielleicht ein bisschen, ne? Na! So, ich weiß gar nicht, was ihr habt. Fullspeed Challenge. Ja, easy. Hab ich auch gemacht. Jetzt die Frage, Andres, welchen Punkt willst du haben? Dieses Mal ist der rechte wieder dran. Willst du schon oh, scheiße. Ja. Egal, ich bleibe bei meinem rechts-links. Danke, Andres. Wir haben... Was ist denn das? Maskepowder. Oh. Hallo, ja, ihr Süßen. Ja. Hast den Weg erlöschen. Achso, ich hoffe, ihr helft mir mal nicht dagegen, oder? Ich kann den Punkt einnahmen zurückkommen. Nein, könnt ihr nicht. Erster Platz, völlig verdient. Was? Ihr habt verloren. Ich komme immer nur so weit hoch aus. Ich sage nicht, dass man weiterkommt. Völlig schon verdient. So krass unverhältnismäßig, das ist nicht mehr wir normal. Ey, was zum Fick, Mann? Ich komme jetzt manchmal auf die erste Ohr, aber ich komme nicht weiter, das ist mein Problem. Ach ja. Ja, es ist einsam an der Spitze. So. Ach, halt die Schnauze!
Schieben. Pff. Ah, genau. Ficker, ey. Ja, komm rüber da jetzt. Gut, ich hol den Punkt und dann komm ich zurück. Danke. Sonst kommst du nicht ins Ziel. Schnuppe an meinem Arsch, Bösewicht. Das ist noch die interessanteste Neuinterpretation von Schnuppergas, die ich in den letzten Wochen gehört habe. Handbremse, Gas geben und du dann die Handbremse durchlassen, aber dann kann man mich hochkommen. Ja, Ente. Ich komm nur so hoch! Ja, wissen wir, die Ente ist... Ah, halt die Fresse, keiner mag dich, wenn du so bist, Andres! Erfolgreich und vor dir? Nein. Ja, da war er, Freunde. Warte, ich nehme ein bisschen mehr Anlauf, dann kommst du hoch. Das ist eine Bleiente, du brauchst was mehr Schwung. Was kannst du eigentlich? Was machst du? Anime! Ich komm jetzt da raus! Wo ist dein Problem? Ach, hat der Fresse, ey. Das ist doch nicht normal, ey. Junge, ja. Jetzt kann ich dir da nicht helfen, komm. Ja, das ist kein Problem. Wenn du es schaffst, den Punkt zu erreichen. Ah, er hat es geschafft, Freunde. Wow. Da hat Endus richtig Glück gehabt, Freunde. Was heißt hier Glück gehabt? Das war reiner Skill. Ich bin übrigens da über die Mauer gesprungen ins Ziel. Ach, ja, ich fall über die Mauer runter. Ich habe einfach meine exzellenten Barty-Skills eingesetzt. Ja, exzellente Barty-Skills, ja moin. Ja, was? Genau, weißt du, über zwei kleine Mini-Dinger rüberhuppen. Oh, Ladies and Gentlemen, damit sind wir offiziell am Ende einer Episode angelangt. Wenn es euch gefallen hat, droppt eine positive Bewertung. Checkt auch den Kanal vom lieben Anime-Fan aus. Oder von der Ente. Unten in der Videobeschreibung ist der gute Mann verlinkt, genauso wie diese Map. Zockt sie mit einem eurer Kumpels selbst. Und bevor wir das vergessen, ich hab gewonnen. Niemals. Ist nie passiert. So, ja, Ladies and Gentlemen, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage schön bitte und noch einen wunderschönen Tag. Ciao! Ciao, ciao! Tschüss!